Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Magic Arena. Wir spielen heute mal wieder ein wunderschönes neues Deck und zwar habe ich mir gedacht, wir müssen doch jetzt endlich ein weiß-grünes Katzendeck spielen und das werden wir tatsächlich jetzt auch mal spielen hier. Und zwar heißt dieses wunderschöne Deck, kann man das eigentlich verändern? Heißt es Miauts genau? You can drag a card to... Ah, okay, wir können eine Karte draufpacken. Okay, wir haben hier die typischen Karten eigentlich, die man kennt aus so einem Katzendeck tatsächlich. Also das Deck besteht tatsächlich größtenteils aus Katzen. Ich habe versucht, so viele Katzen wie möglich reinzupacken, die halt auch gut sind, die jetzt nicht, wo ich nicht sagen muss, okay, sie sind absolut crabby, obwohl ich auch einige Crabby-Karten mit reingepackt habe. Aber manchmal muss man das halt auch tun, wenn man wirklich so ein bisschen katzenmäßig unterwegs sein will. Das heißt, Sacred Cat ist hier noch mit einer der besten Karten drin. Der Prowler lassen wir mal so da stehen. Aber ihr seht schon, hier geht es weiter mit dem Feral Prowler. Es ist nicht die schlechteste Karte, Leute. Wenn er stirbt, ziehen wir eine Karte. Das ist okay, kann man mal machen. Aber ist jetzt nicht auch so optimal. Genauso diese Karte ist jetzt auch nicht optimal. Aber es ist eine okay Karte tatsächlich, wenn man sie rausspielt, sie mal einen Attack durchkriegt oder so, man enttappt was dafür, dann ist es eigentlich schon okay. Die Sache ist halt einfach, dass sie es 3-1 kann, also so ziemlich von jedem geblockt werden. Aber dafür stirbt der Minion auch, der geblockt wird. Wir haben zweimal die Treasure Map drin, dass wir uns schön durchs Deck zeigen können. Radiant Destiny ist tatsächlich so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir sagen, okay, wir hauen hier rein, Cats, also müsst ihr hier einen Type choosen und wir werden da Cats nehmen und die kriegen dann +1/+1 und haben Vigilance. Natürlich nur solange wir die City's Blessing haben. Das ist also schon auf jeden Fall eine relativ gute Karte hier. Dann haben wir mit den Cheetah, das ist eine der besseren Katzenkarten mal wieder, weil wir sie halt im gegnerischen Zug am Ende reinflashen können und dann vielleicht in unserem Zug direkt schon angreifen können. Und jetzt kommen wir zu den interessanten Karten und zwar Pride Sovereign. Pride Sovereign ist eine Karte, die halt vor allen Dingen über diese kleinen Minions, die wir hier haben, deswegen auch sehr, sehr viele billige Katzen hier in diesem Deck drin, generiert die Karte halt Value. Wir können ihn zusätzlich noch exerten natürlich und kriegen 2-1-1er weiße Katzentokens mit Lifelink. Das glaube ich sind dieselben wie die Sacred Cats, wenn ich es richtig weiß. Und das ist schon sehr, sehr gut, weil wir ihn damit halt auch noch ein bisschen pumpen können. Exert heißt natürlich, dass er einen Zug lang aussetzen muss mit Attacken oder sowas oder halt mit Enttappt werden, aber das ist schon eigentlich eine ganz gute Sache, weil wir ihn theoretisch damit halt um +1/+1 buffen. So, dann habe ich mit drin Okedras Monument, Wild Creatures, cost one less. Wir haben tatsächlich nicht so viele Wild Creatures drin, wenn wir es uns mal angucken. Wir haben eigentlich nur eine drin momentan, sehe ich das richtig? Ne, die Regal Cat, genau, deswegen habe ich es nämlich reingetan. Weil, wegen der Regal Caracal, die kostet dann halt einfach eins weniger und für 4 Mana kann man das auf jeden Fall mal in einem 3-3er rausspielen, die auch nochmal 2-1-1er rausbringt, die dann Lifelink haben, aber soweit sind wir noch nicht. Haben wir natürlich auch noch Rona's Monument, das heißt also unsere grünen Kreaturen kosten eins weniger, das ist sehr, sehr gut tatsächlich, besonders wenn wir da ins Early Game denken, wenn wir das auf Turn 3 rausspielen, können wir auf Turn 4, wenn wir da genug Mana haben, können wir 4 Feral Prowler theoretisch rausspielen oder sowas und den Gegner damit ordentlich pushen. Was halt zusätzlich noch relativ cool ist, ist, wenn wir eine Kreatur schon vorher da haben, können wir eine Kreatur +2/+2 und Trample geben, was super, super stark ist. Deswegen ist der Feral Prowler hier vielleicht auch nicht die schlechteste Karte. Ich überlege mir momentan, es war so ein bisschen die Überlegung, da ich nicht so viele weiße Katzen tatsächlich hier drin habe, so den Okedras Monument tatsächlich komplett rauszustreichen. Aber es bringt halt doch tatsächlich ein bisschen Value, wenn wir halt hier diese 1-1 White Warrior kriegen. Und ja, ich weiß, es sind White Warrior und es sind keine Katzen, aber ihr müsst verstehen, liebe Leute, es ist eine Katzenstatue. Es muss zählen. Dann haben wir natürlich noch die Annoy Procession mit drin, da wir hier auf jeden Fall über die Sacred Cat können wir uns hier Tokens machen. Dadurch, dass wir hier uns Tokens machen können und hier unten nochmal mit dem Caracal auch noch Token machen können und natürlich auch noch mit dem Monument ist es natürlich super, super gut, die Karte. Wir kriegen damit mehr Dudes an den Start. Castout ist natürlich immer drin, genauso wie Xalan's Binding. 2-2er-Split hier an dieser Stelle. Der Visier of the Menagerie ist so eine Karte, die einfach super, super stark ist in diesem Deck. Kostet 4 Mana. Wir können die oberste Karte unserer Bibliothek angucken und sie casten, wenn wir wollen. Und wir können unsere Mana so verteilen, wie wir das möchten, ohne dass wir irgendwie auf den Mana-Type achten müssen. Was sehr, sehr gut ist tatsächlich. Wie gesagt, Regal Caracal ist nochmal hier eine Value-Karte an sich. Wir haben hier 4 Mana theoretisch oder 5 Mana, normalerweise 4 Mana mit dem Okedras Monument. Wir kriegen eine 3-3er-Katze. Andere Katzen haben +1/+1 und wir kriegen noch 2 1-1er-Katzen, die ja automatisch durch die Regal Caracal +1/+1 kriegen. Das heißt, wir kriegen hier an sich an Stats, wenn ihr das jetzt so sehen wollt, für 5 Mana, kriegen wir eine 3-3er und 2 2-2er. Das heißt also, insgesamt sind wir auf 7 Stats, was eigentlich nicht schlecht ist, die auch noch verteilt sind. Finde ich eigentlich relativ cool. Und sie haben noch dazu Lifelink.
wirklich gute Sache, muss man sagen. Vanquishing Banner ist eigentlich so dasselbe Prinzip wie, wie Radiant Destiny. Wir wählen einen Type aus, den Creature Type, nehmen wir natürlich Cats und wollen dann Value daraus machen. Die kriegen +1/+1 und immer wenn wir eine Kreatur dieses Ding casten, oder whenever you cast a creature spell of the chosen type, genau, also Katze, ziehen wir Karten. Dann haben wir hier natürlich noch Planes drin, Dunes und alles mögliche. Ich habe jetzt hier mal wirklich ein bisschen mehr drin gelassen an Ländern, weil ich teilweise manchmal das Gefühl hatte, dass es nicht optimal läuft an Ländern. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, dass wir zu viele Länder ziehen. Das ist so ein bisschen das, wo ich gerade noch am Hadern bin. Obwohl, wir können das tatsächlich mal machen. Ihr seht jetzt hier einfach Live-Veränderung, liebe Leute. Live-Veränderung. Oh, warte mal, nee, die habe ich alle schon reingepackt. Dann halt keine Live-Veränderung. Doch, wir können ein Land rausmachen und packen nochmal so einen Dude rein. Zack, confirm. Ja, ist okay. Wow. Packen dafür ein Land raus und zwar ein weißes Land. So, perfekt. Damit sind wir jetzt halt trotzdem auf 10, 12, 12, 14, 23 Länder. Das ist halt schon eigentlich viel. Das ganze Deck heißt Meowth genau. Vielleicht versteht der ein oder andere von euch die Anspielung. Und wir werden jetzt hier ins... Ich weiß nicht, ob wir ins Rank Constructor direkt tatsächlich gehen sollten mit dem Deck. Ah nein, ich möchte das nicht dann. Ich möchte das auswählen. Ich glaube, wir gehen einfach ins Quick Constructed, weil Ranked mit dem Deck ist wahrscheinlich nicht so opt... Oh, warte mal. Nein, das wollen wir nicht. Okay, wir gehen doch ins Ranked. Es gibt wohl anscheinend nur Rank, Quick oder Ding. Das heißt also, ab ins Rank, liebe Leute, mit dem Deck. Diese Karte habe ich tatsächlich gezogen. Ich weiß aber nicht so ganz, was ich davon halten soll. Weil ich finde sie ganz nett, aber nicht so optimal. Okay, was haben wir? Wir haben 2-Drops. Haben wir 2-Drops? Ja, wir haben 2-Drops. Wir haben Sven Quishing Banner. Wenn wir eine Karte, ein Land mehr ziehen, kriegen wir Rona's Monument raus. Dann kriegen wir noch den Cheetah mit dazu raus. Dann können wir buffen. Das ist tatsächlich ein guter Keep, möchte ich jetzt mal so hier an dieser Stelle sagen. Okay, unser Zug. Wir spielen Green. Er ist dran. Er spielt Evolving Wilds. Cracked Evolving Wilds holt sich hier wahrscheinlich rot. Blau. Okay, ah, da ist unser Land Drop. Das ist doch optimal tatsächlich. Zack, play, play. Sehr, sehr gute Karte tatsächlich. Wenn wir jetzt noch einen guten One-Drop ziehen würden, wäre das eigentlich optimal. Wir hitten hier, spielen Monument raus, enttappen Land und Ding. Jetzt gucken wir, oh, doch, das funktioniert, Leute. Das funktioniert einfach nur. Play. Oh, please. Please don't do this. Please don't counter my Ruinous Monument. Okay. Alle Attacken. Alle Attacken. Alle ergreifen an natürlich. And tap do. Ah, warte mal. Wir können nur land oder. Ah, wir hätten ihn rausspielen können, Leute. Wir hätten ihn sehr, sehr gut rausspielen können. Ist aber okay. Ist aber vollkommen in Ordnung. Gar kein Problem. Gar keine Probleme. Tatsächlich wäre es besser gewesen, wenn wir ein grünes Mana gezogen hätten. Es sollte aber okay sein. Ah, können wir das nicht trotzdem machen? Doch, wir können das tatsächlich trotzdem machen, oder? Champion of Wits. Ah, ist eine gute Karte, kann man machen. Er wird hier wahrscheinlich blocken an dieser Stelle. Damit dealt er kein Combat Damage to a player. Obwohl, wir können ihn rausspielen, machen ihn Trample, dann geht es doch, Leute. Dann ist alles cool. Dann ist tatsächlich... Oh mein Gott, das ist noch ein Forest. Dann ist tatsächlich alles cool. Wir spielen Forest raus. Wir spielen diesen Dude. Gehen in Combat. Attacken. Attacken. Ja, passt. Attack. Er kann jetzt hier nichts machen. Er will seinen Champion of Wits sicherlich nicht hier reinschmeißen, was ich tatsächlich verstehe. Wir könnten ihn halt jetzt noch mehr buffen, tatsächlich. Yes. Yes, we will do this. Damit kriegt er einen ordentlichen Boost ins Gesicht, hey. Alter Schalter. Ja, an sich ist es relativ irrelevant, was wir hier antappen, weil es uns halt tatsächlich einfach nichts bringt. Wir antappen ihn wieder selber, das ist vollkommen in Ordnung. Mal gucken, ob er sich hier noch irgendwie erwehren kann, der gute weiß-blaue Dude. Er müsste ein Boardwipe hier an der Stelle haben, das wäre schon wichtig. Settle the Wreckage oder sowas. Okay, Trust Monument kann ich tatsächlich verstehen und er spielt ein Opt raus. Könnte das der Finishing Move werden? Top Deck Land wäre natürlich nice.
Topdeck-Land wäre super, super nice. Menagerie Dude. Warte mal, heißt es Creature? Das heißt Creature, gell? Whenever you cast a creature spell. Damit ist es GG. Sehe ich das richtig? Nee, ist noch nicht GG. Buff. No. Why not? Buff. All attack. Three attackers. Go. Er muss hier jetzt blocken, sonst ist er tot. Und das ist halt eine sehr, sehr gute Situation momentan für uns. Alter, wie das Deck gerade ausgerastet ist einfach. Bam, bam, bam. Zug 5. Gegner tot. Sieht man nicht. Ich finde es schade, dass man nicht irgendwo die Züge sieht. Das wäre tatsächlich noch sehr, sehr. Er hat einfach surrendered, Leute. Er hat einfach gemerkt, keine Chance mehr gegen die ultimativ starken Katzen. Und wir kriegen einen Reward von 250 Tacken. Das ist sehr, sehr schön. Die ultimativ starken Kätzchen, liebe Leute, haben hier einfach mal das Game zerstört. Okay, noch ein Game können wir machen. Oh, gute. Heißt sie Yaya oder sowas? Ich weiß es gar nicht mehr. High on MML. Dann schauen wir doch mal. Opponent goes first. Okay. Oh mein Gott. Ganz klarer Keep. Turn 1, Turn 2, Turn 3. Ach du Scheiße. Wenn wir die Procession halt noch ordentlich rauskriegen würden. Oh, das wäre ganz schön gut. Er opt hier an der Stelle. Ich finde ganz ehrlich, blaue Decks sind hier in diesem Game einfach super, super insane, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Blaue Decks sind in diesem Spiel einfach super insane. Was mir gerade auffällt, wir haben hier gar keine Evolving Wilds drin. Okay, blau-rot ist nicht cool. What? Okay. Okay, okay, okay. Wir ziehen sehr, sehr viele Länder. Wir spielen Green, wir spielen Cat. Wir sagen, dies macht nur. Die können wir nicht blocken, gell? Can't be blocked. Whenever another attack. Attack. Mal gucken, was er macht hier. Ob er blockt oder nicht. Ich glaube nicht. Ist klar, wir gehen hier ein live hoch. Rot, blau, Merfolk. Noch nie gesehen. Noch nie davon gehört. Merfolk Pirates. Alright, alright. Kein Counterspell, sehr, sehr gut. No attackers. Greifen nicht an hier an dieser Stelle, das wäre nicht richtig. Ja, auf keinen Fall richtig. Jetzt können wir halt im nächsten Zug super, super gute Plays machen. Oh, das Sirene. Oh, the Sirene, no blockers. Ja, wir können. Ah, warte mal, doch, er hat hier eine uns offen gelassen, ist aber egal. Man jetzt so. Tatsächlich wollen wir das erst im nächsten Zug machen. Zwei. Play. Attack mit 6. Und im nächsten Zug wird es ganz schön heftig für ihn, möchte ich mal behaupten. Weil wir spielen dann jetzt nämlich die Procession raus. Oh, die ist ganz schön uncool. Okay. Okay, okay, okay. Block? Na, Block? Ach nee, kann ja nicht geblockt. Block. Block. Confirm. Okay. Das ist vollkommen in Ordnung, denke ich. Ich weiß, wir verlieren jetzt zwar zwei Dudes. Ah, warte mal, der hatte ja First Strike. Oh no, ich bin so dumm einfach nur. Ich bin einfach nur so dumm. Da habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Da habe ich nicht drauf geachtet. Sollte aber tatsächlich hier kein Problem sein. No attackers.
Fuck, da habe ich nicht drauf geachtet. Das ist uncool. Wie war das nochmal? Whenever it becomes a target ability, for the first time counter this spell ability. Oh, wow. Oh, noch ein Merfolk, Dude. Okay, er geht in Combat, geht full face. Kann ich tatsächlich verstehen. Wir blocken ihn. Und der Rest ist halt flying. Wie viel Damage kriegen wir denn? 7, 8, 9. 9 und 5 wären lethal. Wir kriegen 3 Leben, gehen auf 16. Er hat an der Stelle 6, 9, 14. Okay, Block. Sollte theoretisch uns noch überleben lassen, sehe ich das richtig? Oh, lol. Hä, habe ich mich verrechnet? Wir kriegen rein von der Theorie her. Ach, der erste macht keinen Damage, sehe ich das richtig? Lass mich mal ganz kurz doch mal durchrechnen. Wir hatten hier auf dem Board... Eigentlich hätte es reichen müssen. Wir kriegen von 2 Lifelink. Wir waren auf 13 Leben. Wir waren auf 13 Leben, das heißt, wir gehen auf 15 Leben hoch. Er hatte ein 5er, ein 3er, ein 4-4er, der fliegt. Das sind insgesamt 9, 12 und noch ein 2-2er sind 15. Fuck, wegen einem Health habe ich mich verrechnet gehabt. Ah, damn it. Gut gespielt auf jeden Fall. War ein bisschen, war nicht optimal gespielt von mir, muss ich sagen dazu. War nicht optimal gespielt von mir an dieser Stelle. Aber er war super gut aggressiv, Leute. Muss man einfach sagen, er war super aggressiv und es hat auch echt gut geklappt, was er da versucht hat. Sehr, sehr schade, dass es nicht gereicht hat. Naja, mal schauen. Mal schauen, wie dieses Game hier laufen wird. Wir spielen jetzt gegen... Ach, wir hätten halt mit einem Leben überlebt. Hätten wir damit noch irgendwas anfangen können? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob wir mit einem Leben irgendwas hätten machen können, weil das ist halt doch eigentlich echt wenig. Gucken wir mal hier, sagen wir Hallo. Wie geht's? Alles fresh? Ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee, Leute. One-Lander. Schon wieder Red. Ich mag das nicht, gegen rote Decks zu spielen momentan. Die sind super, super aggressiv und annoying. Okay, Rot-Grün ist dafür fein. Rot-Grün ist in Ordnung, damit können wir Sachen machen. Wir spielen die Treasure Map raus. Treasure Map wäre halt super gut gewesen, dass wir halt einfach ein bisschen mehr Value hätten, dass wir aus unseren Karten hier hätten rausziehen hätten können. Aber leider nein. Leider nein. Okay, Gegner Reno, wie sieht es aus bei dir? Turn 3 könnten wir Destiny spielen, könnten aber auch den Cheater bei ihm in seinem Zug rausflashen. Was ich eigentlich eine ganz coole Idee finde, ehrlich gesagt. Dann können wir... Macht das Sinn eigentlich schon? Cheater Flash, daraufhin dann den Pride Sovereign raus. Ich meine, den Cheater möchte er weghaben. Wenn er jetzt skippt... Würde wahrscheinlich... Ich könnte halt Dino spielen, Leute. Mouth. 3-3er Green Hippo. Okay, wir spielen hier Zack raus. Wir spielen... Wir machen End Turn. Ich hoffe tatsächlich, dass er hier angreift und keinen Minion irgendwie rausspielt und wir den Cheetah flashen können. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Aber mit 4 ist es halt echt ein bisschen problematisch. Mouth und Feet. Draw a card for each creature. Okay. Spiele Rot-Grün Ramp. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen Dino-Deck ist hier gerade tatsächlich. Forerunner of the Empire. Ja, Resolved. Er spielt Dinos tatsächlich. Ist okay für mich. Ja, Resolved. Wie soll ich denn mit Weiß-Grün countern? Okay, er sucht sich jetzt auf jeden Fall einen Dino. Ich tendiere dazu, dass es eine ist mit einem sehr, sehr guten Effekt. Das heißt also, wir werden hier wahrscheinlich jetzt dann
Irgendwas in Richtung Ripjaw Raptor oder wie der hieß. Oder den roten, wie hieß der rote nochmal hier? Ach du Heilige, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganze Charging Monsters Song, okay. Mit dem habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Okay, gehen wir in Combat. Attackers. Wir wollen. Juckt das uns? Nö, eigentlich nicht, oder? Blockers. Damage. Cheetah Flash. Mein Zug. Nochmal ein Cheetah. Cheetah an die Wand. Combat. Attackers. Attack. Ein Attacker. 3 Damage. Er kann hier zwar blocken, aber ich glaube nicht, dass er es machen wird. Das wäre super dumm. And Turn. Können im nächsten Zug auf jeden Fall eine Karte ziehen, was sehr, sehr gut ist. Also Treasure Map ist ja dafür eigentlich prädestiniert, besonders mit der Chefette Dunes. Ist es schon eigentlich nicht schlecht. Die Sache ist halt nur, er bringt jetzt halt seinen Dude raus, wenn ich es richtig weiß, gell? Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall im nächsten Zug noch ein Kätzchen am Start. Ein Kätzchen und ein Buff. Exert wäre hier nicht schlecht. Der kostet 5, oder? Ja, der kostet genau 5. Das heißt, er bringt ihn raus und wir kriegen erstmal ordentlich Face. Nicht optimal. Wie können wir das denn machen? Wir spielen... Oh, er braidet ihn tatsächlich. Können wir nichts machen, müssen wir resolven lassen. Es wäre gut gewesen, hätte er das nicht gemacht, weil wenn er uns hier Tokens gemacht hätte, hätten wir sein Charging Monstrosaur in Kombination mit dem Radiant Destiny auf jeden Fall gut blocken können. So ist es tatsächlich jetzt problematisch. So ist es tatsächlich sehr, sehr problematisch. Die Frage ist halt nur, er hat halt nur noch 2 Karten auf der Hand, oder besser gesagt 3 Karten auf der Hand, und die eine Karte ist halt auf jeden Fall Charging Monstrosaur, mit dem er halt eigentlich nichts mehr... Oh, warte mal. Sorry. Attackers declaren. Brokers declaren. Er hat nichts gemacht. Okay, dann ziehen wir hier noch eine Karte. Monument. Ja, den nehme ich gerne. Monument nehme ich actually gerne. In turn. Ich weiß, er kann jetzt immer noch in unser Gesicht charge. Oh nein, hat das Ding wieder falsch getappt, oder was? Oh no. Ah, nee. Doch, es hat falsch getappt. Ach, come on, echt jetzt? Ich habe tatsächlich gehofft, dass wir ihn rauscasten können. Ah, nee, wäre eh relevant gewesen, tatsächlich. Resolved. Eieiei, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Wir kriegen jetzt ordentlich Damage ins Gesicht. Katzen, was macht ihr? Ihr könnt euch doch nicht schlagen lassen von dem Dinosaurier-Deck. Ja, komm mit. Attackers. Greift wahrscheinlich nur mit dem 5-5er an, oder? Oder auch mit dem 3-3er, das könnte natürlich auch sein. 5-5. Wir kriegen 5 Damage. Können wir uns da noch irgendwie rausretten? Ja, und den 3-3er. Mit dem 3-3er ist es sich noch nicht sicher. No Blockers. Damage. Ouch. Draw a card. Oder besser gesagt, scry one. Procession nutzt uns hier einfach gar nichts. Eieiei, das ist nicht gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, theoretisch geht das, wenn er uns einen Forest offen lässt, ja. Wir haben Cat ausgewählt, oder? Ja, genau, Cat. Das heißt, wir haben hier jetzt einen 4-3er-Dude. Machen wir einen Turn.
Machen mal ein Turn. Feed. Resolved. Zieh zwei Karten. Die Sache ist, wir können jetzt halt unseren Cheetah reinflashen. Also wir flashen den Cheetah rein, blocken hier. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir können den 5-5er damit tot blocken. Er hat nur noch zwei Mana offen. Und wir können theoretisch hier sogar noch einen Block setzen, obwohl das natürlich nicht die optimalste Situation ist, möchte ich einfach mal behaupten. Schade. Schade, schade, aber wir können uns auf jeden Fall mal noch ein paar Zügchen retten, möchte ich behaupten. Ein paar Zügchen können wir uns auf jeden Fall noch retten. Put a 1-1 counter on target creature, then the creature fights another creature. Okay, darauf reagieren wir natürlich direkt. Die töten sich gegenseitig, ich habe einen 4-3 auf dem Board. Damit ist sein Combat Step halt versaut jetzt an dieser Stelle. Das ist schon gut gewesen. Das war auf jeden Fall der richtige Play. Und mein Kätzchen hat jetzt auch noch Vigilance. Wie ist denn das nochmal? Dann if there are three landmarks. Okay, wir kriegen dann drei Mana dazu. Kriegen drei Mana. Okay, wir haben dann eine Katze gezogen. Das ist doch auf jeden Fall mal nicht schlecht. Weil jetzt fängt unser Zug an, liebe Leute. Wir scryen. Okay, ist fine for me. Fine for me. Spielen wir den Prowler raus. Für ein grünes Mana. Er kriegt den Buff. Wir spielen das hier noch raus. Gehen in Combat. Unsere Katzen haben halt Vigilance. Attack, attack. One Attacker, ich glaube nicht, dass er hier irgendwie sagt, dass er blocken möchte. Das sind halt 6 Damage, die er jetzt momentan Face kriegt. Und das ist sehr, sehr gut, liebe Leute. Und dadurch, dass wir halt Vigilance haben, ist es halt echt nicht schlecht. Die Frage ist halt an dieser Stelle, kann er uns outvaluen hier jetzt? Ich meine, wir können, wenn es dumm läuft, können wir die Dunes nicht aktivieren, gell? 4 kostet. Ah, wir können die Dunes nicht aktivieren. Im nächsten Zug geben wir halt eine Kreatur First Strike. Das wird wahrscheinlich unsere Feral Prowler sein. Das hat ein bisschen die Problematik tatsächlich. Wir haben eigentlich keinen Card Draw. Und dadurch, dass wir keinen Card Draw haben, stehen wir halt relativ dumm da. Ich meine, an sich war das Mouth and Feed von ihm jetzt nicht die optimalste Karte, aber es hat den Sinn erfüllt. Ja, können wir nichts machen. Resolved. Wie war das nochmal? Battlefield, 1 damage to each creature, resolve. Oh mein Gott. Ja, mach halt auch nochmal. Ist mir eigentlich relativ Wurst. Whenever Dinosaur enters the battlefield, ja, geh ins Combat. Klar, Attackers declaren. Er erklärt seine die Attackers. Wenn er halt jetzt mit ihm angreift, war das super, super dumm einfach, ne Leute. Das war einfach nur super, super dumm, weil ich block dann halt einfach mit dem Feral Prowler. Was er da natürlich nicht will. Was er natürlich nicht will. Attack trotzdem mit der. Wo können wir 3 Damage uns nochmal leisten? Wir können uns 3 Damage nochmal leisten. No Blockers. Damage. Wir können uns das tatsächlich nochmal leisten. My turn. Scry 1. Nope. Dann. Combat. Attackers declaren. Attack. Das ist halt jetzt der Bouncing Cheetah ist halt jetzt einfach eine super insane Value-Karte momentan. Weil er hat halt First Strike, er hat Vigilance,
Und er basht halt einfach echt jede Karte von ihm auf dem Board einfach weg. Egal ob im Attack oder im Dings. Er blockt tatsächlich, er möchte ihn töten. Ist das fein? Ah, warte mal. Ja, komm. Ich habe ja First Strike. Never mind. Das ist mir ja vollkommen egal. Ich habe ja First Strike. Das war nicht gut, Gegner. Lieber Gegner. Das war nicht gut. Der First Strike hatte ich hier wahrscheinlich das Game gekostet. Deswegen habe ich die Kartusche tatsächlich reingepackt. Einfach nur wegen dem First Strike. Weil First Strike wirklich eine gute Fähigkeit ist. Dafür, dass es halt +1/+1 und First Strike gibt. Es ist ganz schön krass. Er hat zwar mehr Karten auf der Hand. Habe ich das nicht auf dem Bottom getan? Ich dachte, ich hätte es nach unten getan. Ich habe es doch nach links gezogen, oder? Links ist doch Bot. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Auch wenn er hier jetzt natürlich nichts machen kann, er kann nicht angreifen oder sonst was. Aber wir können halt damit halt auch nichts machen. Können wir in den nächsten Zug lethalen? Ich meine, wir haben halt nur Vigilance Dudes. Wir können theoretisch Chefnet Dunes zünden. Dann machen wir +1 auf alle. Oder das ist doch +1/+1 auf alle, gell? Ja, +1/+1. Das heißt, wir haben hier 2, 4 Flash and Rage. Ja, resolved. Hat halt hier einen kleinen Buff gekriegt, aber das ist in Ordnung für mich. Oh, ich hoffe echt, dass ich das so Okidros Monument runtergepackt habe. Sonst wäre das einfach super, super dumm. Combat. Attackers. No Blockers. My turn. Komm. Ach, Gott sei Dank, ich habe es runtergepackt. Okay. Was hat er jetzt hier nochmal? Er kriegt ja Trample dazu, wenn ich es richtig weiß, gell? Können wir ihn theoretisch hier liefern an der Stelle? Nee, können wir auf keinen Fall. Aber wir können ihn dazu machen, dass er auch insane stark wird und auf jeden Fall den 5-5er auch wegbashen kann. Dafür sacken wir die Dunes. Pay 1, 2, 3, 4. Werden alle gebufft? Combat. Move to combat. Attack is declared. All attack. Zwei Attacker. Und er muss hier blocken. Er muss auf jeden Fall beide blocken. Und der hat Trample. Und der hier. Und die haben halt alle Vigilance. Also Vigilance ist hier halt unsere Trumpfkarte hier momentan. Ich habe echt gedacht, es wird ein bisschen knapp. Aber scheinbar kommen wir hier doch relativ gut klar. Noch. Die Katzen haben uns gerettet, Leute. Die Katzen haben uns gerettet. Er überlegt gerade hier, wie kann ich da ordentlich blocken? Und es ist tatsächlich eine wichtige Situation. Okay, er blockt hier und er blockt da. Das heißt, er möchte seinen Dude auf jeden Fall hier behalten. Damage. Zack, stirbt. Hä? Boah, ja, passt. Okay, es war gerade ein bisschen komisch tatsächlich. Sehr komisch, um ehrlich zu sein. Aber never mind. Oh, erstmal ging das Mikrofon hauen. Sorry. Ich hoffe, das funktioniert noch alles. Es wird jetzt hier ein bisschen eine längere Folge. Ich bin jetzt momentan bei 34 Minuten eigentlich gerade, wie ihr seht. Okay, ja, der Resolve, er sucht sich hier einen Ding raus, Resolve. Er hat nur noch 3 Mana. Das heißt, er müsste sich hier eigentlich einen Blocker raussuchen. Wenn er sich jetzt keinen Blocker raussucht oder halt einen kleinen Minion raussucht, den er für 3 Mana noch rausspielen kann. Wenn er das nicht macht, dann hat er ein Problem. Wir haben auf jeden Fall am Start jetzt gleich. Die haben halt alle kein Trample mehr, aber er kann halt hier gut blocken. Wenn er jetzt hier nichts raussucht, greifen wir, glaube ich, trotzdem nur mit dem 5-4er an.
Weil der 5-4er bringt uns halt hier das, was wir tatsächlich machen wollen. 5-4er ist tatsächlich das, was wir hier, mit dem wir angreifen wollen, weil First Strike ist halt einfach gut. Der räumt dann halt einfach nach und nach das Board immer weiter auf und er kann nichts mehr machen. Oder? Das ist eigentlich schon ganz schön optimal, wenn ich ehrlich bin. So, lieber Dude, dann such dir mal dein Kärtchen raus and show me. And show me the card. Da, 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 da. Er ist unentschlossen. Er weiß nicht, was er suchen soll. Aber das ist tatsächlich verständlich. Weil ich meine, er hat so viele Karten hier zur Auswahl, die einfach nicht optimal sind, Leute. Die einfach absolut nicht optimal sind. Okay. Das ist ein GG vermutlich. Sekunde schnell. So, jetzt. Ja, der Resolve natürlich. Ah, er hat. What? Ah, den hat er noch auf der Hand. Ja, Resolve, komm hier, zack. Mach dein Ding. Ein Damage auf alles. Es kann. Lul. Ja, Resolved, können wir auch nichts machen. Resolve. Kriegt den. Ah ne, warte mal, den kriegt er aufs Board. Das war. Actually gar kein dummer Play. Damit tötet er uns halt echt eine Karte. Und bufft seinen Dude auf 5-7 hoch. So, actually echt ein guter Play von ihm. Das zögert das Ganze tatsächlich noch mal ein bisschen raus. Okay, jetzt können es aber vorbei sein, Leute. Komm. Play, Trigger, zack. Komm, wir brauchen eine Creature oben. Ach, come on. Warte mal, wir können ja trotzdem noch. Tap für Mana. Bottom. Done. Oh Leute, die Treasure Cove ist keine Legendary. Okay. Ein Attacker. Attack. Das hätte ich vielleicht vorher gucken sollen, ob es eine Legendary ist oder nicht, weil das wäre eine sehr, sehr wichtige Information gewesen. Er muss halt jetzt gucken, wo er reintradet. Ich werde ihm sein Dude hier auf jeden Fall immer blocken. Er ist echt nicht so schlecht momentan. Also in Kombination mit dem Forerunner ist es echt eine gute Sache. Er kann den Damage nicht durchlassen. Er muss hier wahrscheinlich mit dem 3-3er blocken, weil sein Forerunner hat ihm hier bis jetzt, oh, er hat ihm jetzt eigentlich schon ganz gute Dienste gegeben. Ja, wenn er so blockt, dann ist es ja hier dann, zack. Damage, 4 Damage Phase. Und wie er ist wieder dran. Er hat halt hier sein Dude, wo er jetzt rausspielen wird, wahrscheinlich. Createt sich keinen Dude aber dafür. Kann aber mit zwei Stück angreifen. Ich frage mich halt echt, warum. Also, das ist ein bisschen komisch. Ach, meine obere Karte ist ein Cast-Out. Okay. Ah, jetzt ist es auch wieder gefixt, weil vorhin war das halt ein bisschen seltsam. Vorhin war das ein bisschen seltsam, weil das halt einfach nicht angezeigt wurde, was für eine Karte ist. Okay, die Animation sah jetzt irgendwie nicht so gut aus. Die sah jetzt nicht so gut aus, aber ist okay. Er muss hart überlegen, Leute. Er muss richtig hart überlegen. Ich glaube sogar, wenn wir das Cast-Out ziehen und ihn aus dem Spiel nehmen, dann ist es auf jeden Fall GG. Weil dann greife ich einfach mit allen Dudes an, müsste dann einfach nur gucken. Ja, ich kann ja eine Karte ziehen. Ich habe 5 Stück, 5 Tokens habe ich gerade. Das heißt also, ich kann auf jeden Fall eine Karte ziehen. Ich kann auf jeden Fall eine Karte ziehen. Der Cheater macht ihm halt wirklich Schwierigkeiten, muss man einfach sagen.
Frage ist nur, er greift halt jetzt mit diesen zwei an. Der hat Trample, der hat kein Trample. Er kann ihm aber auch nicht Trample verpassen. Er gibt uns einfach den Zug ab. Okay. Die nächste Karte ist ein Forest. Das ist nicht optimal, möchte ich sagen. Aber was optimal ist, liebe Leute, ist, wir casten... Ist die obere Karte wirklich ein Forest? Ja, tatsächlich. Und was sagst du nochmal? Nur, dass wir es casten können, gell? Schade. Ah, warte, wir machen das trotzdem. Sacrifice, 3 Treasures, 1, 2. Ach, ah, Treasure, lol. Okay. Echt jetzt noch ein Plains? Sacrifice a Treasure. Komm, Minion. Binding. Targeten ihn. Spielen dann Planes raus. Move to combat. Nur er greift an. Er könnte jetzt den Doppel blocken, aber das würde das Spiel für ihn beenden auf jeden Fall. Er haut da den Dude rein. Es nutzt ihm aber nichts, weil er immer noch Vigilance hat. Aber er hat halt dafür ihn hier und damit kann er sich halt jetzt 6 Mana. Er hat 4, 7, 8 Mana theoretisch. Das heißt, er kann auch einen 2-Drop zusätzlich rausspielen. Das ist nicht gut, Leute. Das sieht nicht gut aus für ihn. Aber trotzdem sehr, sehr cooles Game, Leute. Die Katzen haben uns wieder ein bisschen zurückgebracht. Jetzt muss ich mich mal hier kurz neu aufsetzen, Leute. Ich rutsche immer irgendwie ein bisschen weiter runter auf dem Stuhl, weil der super, super gemütlich ist. Okay. Macht sich ein Token. Braucht natürlich hier einen Blocker. Und wir haben halt jetzt nochmal dasselbe Game, theoretisch. Wir ziehen eine Karte, wenn wir jetzt hier nicht, aber durch Ixalans Binding ist es eh schon hier Game Over. Er wird jetzt wahrscheinlich gleich surrendern, sobald wir das rausgespielt haben. Zack, Ixalans Binding, Cast. Und es surrendert. Wow. GG, liebe Leute. GG. Damit sind wir jetzt zurück auf unserem Stand. Ich bedanke mich jetzt hier mal recht herzlich fürs Zuschauen. Oh mein Gott, wir kriegen 900 Gold. Ja, klar. Her damit. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, aber trotzdem möchte ich, auch wenn die Folge jetzt einfach schon ewig lange geht, möchte ich trotzdem noch ein paar Packs öffnen. Und zwar machen wir ein Amonkhet Pack auf. Ein wunderschönes Amonkhet Pack und da ziehen wir was Gutes raus, habe ich gehört. Wow. Wow, den habe ich mir ja erst 1 Million Mal gecraftet gefühlt und es ist... Rex, 4 Mana, all creatures gets minus. Okay. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Türelü.